Wir sind wieder zurück mit den V-Tipps und für unseren ersten Tipp geht es zum Schloss Neckarhausen. Hier findet am Wochenende das Schlossfestival statt und was man da alles so erleben kann, das schaue ich mir doch direkt mal an. Bis gleich. Im Schlosspark treffe ich Organisator und Hobbyschauspieler Markus Rohr und das erwartet Sie am Wochenende. Ja, hier im Schloss in Neckarhausen haben wir am Wochenende das Kulturfestival Sommergeschichten. Wir starten freitags mit einem Open-Air-Kino. Samstags haben wir eine Impro-Show, Mix and Match und zum Abschluss am Sonntag dann ein Klassikkonzert. Zusammen mit seinen Schauspielkolleginnen Mira und Edda wird Markus am Samstag ein Improvisationstheater vorführen, bei dem man auch mitraten kann. Edda interviewt Mira und ihren verlängerten Arm Markus. Keine Angst, Markus und Mira wohnen zusammen und brauchen keine Abstandsregeln. Wie bei einem Impro-Theater üblich, werden dann bestimmte Begriffe vorgegeben. Was könnte das hier wohl sein? Ein Tennisspielender Bär. Ah ja, das wird bestimmt für den ein oder anderen Lacher sorgen. Wer mehr Impro-Theater sehen möchte, sollte Samstagabend unbedingt mal vorbeischauen. Karten gibt's entweder an der Abendkasse oder online. Wer gerne klassische Musik hört, für den ist vielleicht unser zweiter Tipp was. Die Stuttgarter Saloniker werden hier im Alten Hafen in Speyer am Sonntag für richtig Stimmung sorgen. Und zwar auf einem Floß. Aber bevor hier überhaupt irgendetwas schwimmt, geschweige denn hier was zu hören ist, heißt es erstmal anpacken und mal lochen. Da helfe ich natürlich mit. Größtenteils zumindest alte Handwerkerformel, einer muss immer den Überblick behalten. Metropolregion Rhein-Neckar, ahoi! Nach 12 Jahren sitzt aber sowieso jeder Handgriff bei Patrick Sieben. Ich frage mich, was ist das Besondere am Floß? Die Situation ist da wirklich besonders gut. Das Wasser, das reflektiert die Schallwellen ans Ufer und man hat, ohne Verstärker einzusetzen, einen Verstärkereffekt. Klang ist wichtig, aber natürlich auch die Musikrichtung. Wir spielen Salonmusik. Das ist Unterhaltungsmusik aus 3 Jahrhunderten. Wir spielen Wassermusiken, Händel-Wassermusik aus der Barockzeit. Wir spielen Oper und Operette, Eine Nacht in Venedig von Johann Strauss. Und vieles mehr. Die Auswahl ist also groß. Damit heißt es, Leine los! Die Musiker sind so schwer. Wir haben zu viel gefrühstückt. 1, 2, 3, 4. Sonntagmittag sind die Stuttgarter Saloniker in Speyer. Karten gibt's auch hier online. Zu guter Letzt treffe ich am Fuße des Hambacher Schlosses im Weingut Schäffer die Schauspielerin Dominik Fürst. Sie führt hier am Freitagabend das Solo-Theaterstück Mondscheintarif auf. Bevor es losgeht, heißt es aber auch hier erstmal mit anpacken. Im Stück spielt Dominik eine 33-jährige Single-Lady, die ihren Traummann kennengelernt hat. Sie haben sich auch getroffen, sie waren auch miteinander im Bett und jetzt wartet sie auf den Telefonanruf und spinnt sich so zusammen, was jetzt alles passiert sein könnte. Wer sich jetzt fragt, wie man alleine eine Liebesgeschichte spielt, so. Ich selbst liege auf einem Mann. Ich sehe in seine schreckens- und schmerzgeweiteten Augen, dass ich mein Knie beim Fallen offensichtlich in seinen Schritt gebohrt hat. Das war meine erste Begegnung mit Dr. Daniel Hoffmanns Geschlechtsteilen. Wer wissen möchte, ob der heiß ersehnte Anruf noch kommt, der kann sich das Stück am Freitagabend um 20 Uhr im Weingut Schäffer in Hambach anschauen. Im Alten Hafen in Speyer können Sie am Sonntag den Klängen des Stuttgarter Saloniker Ensembles lauschen. Los geht's um 11 Uhr. Wichtig, Picknick nicht vergessen. Im Schloss Neckarhausen gibt es das ganze Wochenende-Programm. Das Mix-and-Match-Impro-Theater gibt es allerdings nur am Samstag um 19:30 Uhr zu sehen.